Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Battle Call of Duty Black Ops 3 Beta. Wir spielen auf der Map Hunted, die dritte und letzte Map auf dem Deathmatch. Damit haben wir dann Team Team Deathmatch schon mal abgesteckt und wir spielen jetzt Schwergewicht, das MG. Ich bin gespannt, wie das das Zukunft ist, will ich nicht dabei sein. Wie die alle reden, ich find's so geil. Wir gucken mal, wie die Map so ist. Sie sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus. Und die kenne ich auch noch von der Gamescom. Okay, da schießen schon welche durch. Der leckt hier so ein bisschen. Okay, der leckt krass. Also wenn der nicht gleich einen Verbindungsabbruch hat, dann weiß ich auch nicht. Oh shit, oh shit, oh shit. Ach scheiße, verdammt. Wir haben jetzt auch den Nachbrenner drin, ihr wisst ja Bescheid. So, von wo kommt. Da war einer. Na, das geht leider nicht. Okay, gut. Oh, scheiße. Ich werde natürlich auch dann die vorgefertigten Klassen nochmal zeigen. Weil da Waffen, weil da wahrscheinlich Waffen sind, die wir nicht kennen. Okay, geh mal durch hier. Aber an sich, MGs gefallen ja nicht so sehr. Aber vielleicht. Oh Mann, ey, ändert sich ja das noch. Und ich bin wirklich gespannt, ob das Spiel wirklich an Cut auch rauskommt. Das. Wow! Okay, wie lädt das nach? Ja, das braucht ganz schön. Also die Nachladeanimation ist echt lang. Also ich werde jetzt hier diese Folge nichts reißen, leider. Tut mir sehr, sehr leid. Ja, ich weiß, dass du da bist, Kumpel. Komm raus. So, zack, weg mit dir. Okay, ich hätte nicht nachladen sollen. Mit einem MG nachzuladen ist echt der größte Fehler, den man machen kann. Ja, den habe ich. Oh, ich bin noch geblendet. Okay, gut. Ich muss mal ganz kurz die Leute hier alle ausmachen. So. Also jedenfalls der, der geredet hat. Ach, scheiße. So, wir haben jetzt aber den Nachbrenner über Besteuerung. Mal gucken, wie das so ist. Und go. Oh, leck mich am Arsch. Warte, wie schnell ist man jetzt? Okay, leider sehr. Von hinten, ey, toll. Leider ist es sehr kurz, der Fall. Bisschen schade. Aber okay, kann man nichts machen. Na, wo bist du? Granate! Oh, fuck. Oh, Gott sei Dank. What the? Nice one. Scheiße. Jawohl. Wenigstens Level 2 bekommen. Nein, nicht nachladen. Ah ja, schlagen, genau. Das ist ja nicht mehr das neue Messer. Jetzt ist es ja schlagen. Ach, shit. Ich probiere jetzt mal die Pistole aus, solange ich es noch kann. Wenigstens einen Kill geholt. Komm, explodier. Durch das Auto, ey, Bitch. Shit, komm. Übersteuerung, Einsatzbereich. Übersteuerung, los geht's. Ach, scheiße. Achtung. Toll, ist sie leer. Drohne nähert sich. Pistole, finde ich, ist wie die 5.7 aus Black Ops 2. Sehr cool. Shit. Hat der auch eine Pistole gehabt? Ne, der hat die ARK gehabt. Okay, gut. Ich werde mal wieder mit dem MG ein bisschen spielen. Okay, gut. Was? Ach, scheiße, die Treppe. Komm. Kill. Shit. Boah, die sind so gut, ey. Leute, das ist ein Zelt. Okay. Gehen wir mal ins Wasser, weil da können wir jetzt ja auch rein in Black Ops 3. Oh, hier gibt es sogar einen Unterwassertunnel. Nice. Das hat was. Okay, gut. Ich dachte, da wäre einer. Feindlicher Hellstorm über uns. Feindlicher Hellstorm. Feindliche. Na. Alter!
Was ein Penner. Feindliche Talon entdeckt. Feindliche was bitte? Ach scheiße. Okay Leute, ich kann gerade so gut wie gar nichts. Ups, ich wollte Granate werfen. Das ist jetzt schwer. Ich habe noch gar nicht bei den Tarnungen nachgeguckt, ehrlich gesagt. Stimmt ja, Tarnungen gibt es ja auch noch bei Call of Duty. Mal schauen, wie die so sind. Wie man die freischaltet und alles. Kann man hier auch rein? Oh. Oh, cool. Ach, scheiße. Okay, ich sollte mal nicht schwimmen gehen. Ist zu gefährlich. Achtung, feindliche Drohne nähert. Weg mit dir, ey. Jawohl, neuer Token. Das bedeutet auch mal... Shit. Das bedeutet auch mal neuer Charakter. Oh, schnell durch hier. Komm, stirb, jawohl. Boah. Ach, der war hinter mir, hab ich's doch richtig gemerkt. Ach, scheiße, ich hab gespürt, dass da jemand hinter mir ist, aber ich hab's nicht wirklich für voll genommen. Ist da einer gewesen? Hahaha, ich hab dich gesehen, Bitch. Ne, nicht nachladen. Gut, kommt keiner mehr? Hier auch nicht? Okay. Also wenn November Call of Duty Black Ops 3 draußen ist, dann werde ich auf jeden Fall, das wird das Battlespiel schlechthin werden. Vielleicht auch mal mit Jay, ihr kennt ihn ja noch. Da hinten ist einer. Stirb. Ah, shit. Was, wo? Ach, da. Oh Gott, war das schlecht. Da oben ist einer. Ich hab dich gesehen, wo bist du? Ach, war der das jetzt? Ah. Das ist natürlich scheiße jetzt. Übersteuerung einsatzbereit. Jawohl, Double Kill. Geht doch. So schnell von Deckung zu Deckung. Übersteuerung gefällt mir schon mehr als diese Spikes. Die laden sich auch schneller auf. Fuck. Ach, Kacke. Mensch. Oh, die haben fast gewonnen. Ja, wir verlieren hier irgendwie immer. Nach Assist. Aber ist auch gar kein Wunder. Shit. Da wollte ich dir noch eine Handgranate hinterher werfen. Shit. Gegen Sniper macht man mit einem MG einfach nichts, ey. Da bräuchte man echt eine andere Sniper. Ich glaube, die nächste Klasse ist der Sniper. Oder ist das die 5. Folge erst? Ich weiß es nicht. Okay, der ist tot. Ja, die Locus. Ja, das ist die Sniper. Alles klar. Ist nicht mehr drin. Black Ops. Rückkehr zur Basis. Haltet euch an den verdammten Plan und führt ihn aus. Das sagte einst Ruin. Boah, auf was für eine... Ah, ich muss mal die Geschwindigkeit vielleicht nochmal ändern. Ja, ist klar. Erstmal den Kill geklaut. Mit der Man O' War. Naja. Schade, dass wir immer verlieren. Ich bin Zweiter. 14-24. Oh Gott. Ja, ich bin wirklich sehr oft gestorben. Ich habe mich aber auch immer ins falsche Gebiet getraut, sage ich jetzt mal. War nicht so gut von mir. Aber ich habe immer 14 Kills gemacht. Mit der Granate, mit der Pistole habe ich 3, glaube ich, gemacht. Mit einem MG ein paar. Kommt schon hin. So, wieder raus hier. Oder gibt's noch eine? Ne, das war Hunted. Ja, genau. Das waren jetzt alle 3 Maps von Team Deathmatch. Und jetzt sage ich mal, also mir gefällt die Map auch auf Team Deathmatch. Mir gefallen bisher alle Maps. Auch vom Aussehen her übrigens, ne? Nicht, dass ihr denkt, den gefallen sie nur bei dem Modus. Nee, auch vom Aussehen her. Die Pistole ist wie die, ja, wie die 5.7. Ziemlich cool, mag ich, gefällt mir. Das MG hat ein bisschen was von der Elsat, finde ich sogar. Haben wir ein Visier? Ja, haben wir sogar. Bräuchte ich jetzt aber nicht, aber ich mach's einfach mal. Ach, hier kann man personalisieren. Ah, okay, werden wir uns natürlich gleich im nächsten Part mal angucken. Ja, wieder die Standardkost hier, wisst ihr ja. Und ansonsten werden wir beim nächsten Part dann mal die Schrotflinte KRM ausprobieren. Pump-Action-Schrotflinte. Ein Schuss reicht bei Feind auf kurzer Distanz.
Könnte die S12 aus Black Ops 2 sein oder vielleicht sogar die Remington, aber ich glaube, die Remington ist da ein bisschen stärker. Ich weiß es nicht, wie viel hat die denn? Oh, Schaden hat die ganz schön viel. Aber dafür Reichweite extrem wenig. Ja, das könnte die Remington sein. Aus Black Ops 2. Aber okay. Wir werden im nächsten Part sie ausprobieren. Ich habe gerade einen Brainlag gehabt. Und dann werden wir mal bei Spezialisten einen neuen Charakter mal freischalten, und zwar den Outrider. Und zwar den Bogen, jawohl. Waffen im Anschlag. Meins. Oh. Hat sogar ein anderes Bild. Nice. Gefällt mir schon mal ziemlich gut. Also im nächsten Part gibt es den Outrider. Und ja, dann mal schauen. Wie der Spurber so ist. Der Kompositbogen der Pfeile mit je nach Zugdauer steigender Reichweite verschießt. Feine explodieren bei Kontakt. Das finde ich sehr, sehr cool. Profit Battery. Ja, die kommen alle ein bisschen später hier. Ich werde natürlich auch offline ein bisschen spielen, falls ich dann keinen Bock zum Aufnehmen habe, dass ich dann mal offline euch ein paar Sachen dann zeige. Aber jetzt haben wir erstmal einen neuen Charakter und wir werden einen neuen Modus spielen. Der nächste Modus wäre dann Herrschaft. Da bin ich ja schon mal sehr gespannt, wie das so läuft. Also bis zur nächsten Folge von Let's Battle Call of Duty Black Ops 3 Beta. Haut rein, bis nachher. Eine Folge gibt es ja, glaube ich, noch, oder? Keine Ahnung, mal schauen. Und wenn nicht, dann bis morgen. Haut rein und ciao.